Guten Morgen und einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute möchte ich euch in die faszinierende und elegante Welt der sächsischen Sprache entführen, um dass, wenn ihr mal auf Reisen seid, insbesondere durch das schönste Bundesland in Deutschland, dass ihr da vorbereitet seid und euch entsprechend auch authentisch und stilecht ausdrücken könnt. Nicht umsonst wird Sächsisch außerhalb der deutschen Muttersprache auch als die melodischste und angenehmste Sprache innerhalb der deutschen Dialekte empfunden. Es wird nicht selten als das Französisch der deutschen Dialekte bezeichnet und entsprechend legen wir heute nun mal ein paar Grundvokabeln für euch fest, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Wenn wir in Sachsen ein Stück Brot möchten, sagen wir am Frühstückstisch: Gib mir mal Rumsenbrot. Ich wiederhole: Gib mir mal Rumsenbrot. Der Rumsen ist das Stück Brot. Also wenn euch jemand um einen Rumsen bittet, dann möchte er ja das Brot gereicht bekommen. Nochmal: Gib mir mal Rumsenbrot. Das wäre sozusagen der Frühstückstisch. Wenn man sich jetzt mittags zusammensetzt und zum Beispiel Kartoffelbrei gemacht hat, also Kartoffelmus, und ebenso danach fragt, dann fragt man nicht nach dem Kartoffelbrei, sondern man sagt: Gib mir mal die Erbrombabbe. Ich wiederhole: Gib mir mal die Erbrombabbe. Also der Kartoffelbrei, das ist die Erbrombabbe. Die Kartoffeln entsprechend die Erbrom. Und der Brei ist die Bobbe. Erbrombabbe. Wenn wir dann nach dem köstlichen Mahl auf Toilette müssen und wir vom Tisch aufstehen, und dann sagen wir in Sachsen nicht, dass wir mal etwas länger auf Toilette gehen, sondern wir sagen: Ich geh mal auf den Abort gacken. Ich wiederhole: Ich geh mal auf den Abort gacken. Die Toilette ist also der Abort und ein großes Geschäft ist das Gacken, was ja nicht sich groß unterscheidet vom Kacken. Also da könnte man schon ja entsprechende Analogie sofort intuitiv finden. Wenn man dann zu seinem Nachmittagsspaziergang ja sich etwas schön machen möchte und davor noch auch etwas bügeln möchte, dann fragt man entsprechend nach dem Bügelbrett mit dem Hinweis, dass man sich fertig bzw. auch noch etwas schön machen möchte. Dann sagt man: Ich brauche mal das Blätbrett, du musst mich noch ein bisschen aufhübschen. Ich wiederhole: Ich brauche mal das Blätbrett, ich muss mich ein bisschen aufhübschen. Das Blätbrett ist also das Bügelbrett und das sich schön anziehen bzw. das Fertigmachen ist das Aufhübschen. Also, ich wiederhole nochmal das Ganze zusammen: Ich brauche mal das Blätbrett, ich muss mich noch ein bisschen aufhübschen. Auch in dieser Situation seid ihr nun gewappnet. Wenn es dann beim Nachmittagsspaziergang dazu kommt, dass man aufgrund der unterschiedlichen Einstellung zur veganen Ernährung zum Beispiel dann ja, sich in einem Streit wiederfindet und es auch etwas lauter wird, kann es durchaus sein, dass man dann gesagt bekommt, dass man seine Lautstärke doch etwas reduzieren sollte und nicht so ein trauriges Gesicht machen sollte. Dann bekommt man zu hören oder dann sagt man: Hör auf rumzublägen und so eine Flappe zu ziehen. Ich wiederhole: Hör auf rumzublägen und so eine Flappe zu ziehen. Wobei das Rumblägen dann das laute oder ja, das laute Reden ist und die Flappe ein trauriges bzw. negatives Gesicht darstellt. Also nochmal: Hör auf rumzublägen und so eine Flappe zu ziehen. Zum Kaffeetrinken am Nachmittag gibt es ja auch gerade bei den Älteren keinen starken Kaffee, da man sich ja gegen Ausklang des Tages nicht noch einmal mit Koffein vollpumpen möchte und auch man den guten starken Kaffee nicht immer vorrätig hatte. Und entsprechend gibt es auch zwei Begriffe für diesen Kaffee. Wenn man gerne stärkeren Kaffee hätte, aber man ihn nicht da hat und man sich mit einem sehr dünnen Bohnenkaffee begnügen muss, dann sagt man:
eher so abschätzig, was ist das für eine Blende? Was ist das für ein dünner Kaffee? Nochmal, was ist das für eine Blende? Blende steht generell für dünnflüssiges und relativ geschmacksneutrales. Es muss nicht der Kaffee sein, aber im Kaffee eben auch. Aber wenn man bewusst diesen dünnen Bohnenkaffee wertschätzt, dann wird dieser mit Liebe und Respekt als Muckefuck bezeichnet. Ich wiederhole, Muckefuck. Also wenn man nach einem Muckefuck gefragt wird, ist das keine Anspielung darauf, dass man einen Geschlechtsakt mit deiner Mutter vollziehen möchte, also Motherfuck wäre jetzt sozusagen das, sondern Muckefuck. Sondern man möchte, ja, wenn man nach einem Muckefuck gefragt wird, explizit dann eben den Kaffee gereicht bekommen, eben diesen relativ dünnflüssigen Kaffee. Nachdem es dann am Abend vor dem Abendbrot dann doch wieder etwas Streitereien gegeben hat, dann kann es durchaus passieren, dass jemand zu dem anderen sagt, dass er aufhören soll, so streitsüchtig zu sein. Das hat ja schon am Nachmittag angefangen. Und weiter zu reden. Und er soll in sein Auto steigen und nach Hause fahren. Mit einem gewissen genervten Unterton hört sich das dann ungefähr so an. Hör auf, so easy zu sein und mach die Kusche zu. Steig in deine Käsehitsche und mach schon deine Hornsche. Ich wiederhole. Hör auf, so easy zu sein und mach die Kusche zu. Steig in deine Käsehitsche und mach schon deine Hornsche. Easy ist das Streitsüchtige. Kusche ist der Mund. Käsehitsche ist das Auto und die Hornsche ist die Wohnung. Wobei letztere beiden Begriffe abfällig gemeint sind. Also hör auf, so itch zu sein, mach die Küche zu, steig in deine Käsehitsche und mach schon deine Hornsche. Ja, das ist der sächsische Alltag. So, nun kann man es sicher kaum erwarten, mal in eine sächsische Gastfamilie eingeladen zu werden, um diese melodische Sprachkultur einmal leibhaftig und real zu erleben. Und da in Sachsen nicht nur die schönsten Mädchen wachsen, sondern ja auch sehr gastfreundlich sind, freue ich mich auf euren Besuch. Ja, das soll es heute mal gewesen sein. Wenn es um Schönheit, um Ästhetik, um Poesie geht, also um alle die Sachen, die wir jetzt eben gerade auch erfahren haben, dann möchte ich explizit noch ein Video empfehlen von meiner Morgenroutine, was völlig zu Unrecht eine Heerschar von Daumen nach unten kassiert hat. Und ich verstehe bis heute nicht warum. Also, wer dieses Video anschauen möchte von meiner Morgenroutine, der ist hier gut bedient. Wenn ihr hingegen schnell noch ein paar unkomplizierte und sogar rohköstlich mögliche Weihnachtsplätzchen machen wollt, dann empfehle ich euch dieses Rezept. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, schönen zweiten Weihnachtsfeiertag und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.